Hey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Remnant From the Ashes Subject 2923. Langer Titel, lange Geschichte. So, wir haben es bis hierhin geschafft. Und jetzt ziehen wir mal weiter. Den Hinterhalt überleben. Was sind denn das für Dudes? Irgendwelche Rattenmenschen? Alter, ich sehe die gar nicht. Damn, Leute, ich sehe die gar nicht. Okay. Yeah.
Holy fuck. Oh, endlich vorbei. Alle Taschen voll. Das passt nicht mehr. Das passt nicht mehr. Holy fuck, Leute. Das war mal ganz dieses andere angenehm. Aber wir haben ein Amulett bekommen. Erhält nach Töten eines Gegners den Schwachstellenschaden für 10 Sekunden um zusätzliche 50%. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber wir haben bei Bossen immer eine Mod reingemacht, die heißt Mal des Jägers. Und mit dieser wird dir quasi... Also jeder Schuss ist ein Schwachstellenschuss. Und du siehst Gegner durch die Wand. Das zusammen mit einer Waffe, die sowieso schon extrem Schwachstellenschaden macht. Außerdem noch Schwachstellenschaden geboostet. Das ist ordentlich. Ich will ja nach oben noch gucken. Ah, hier. Nicht, dass wir hier wieder irgendeine Waffe liegen lassen. Ist dann irgendein Klugscheißer, wie in den Kommentaren schreibt. Okay, nee. Aber hier vorne ist der Shortcut. Okay. Hakuna Matata, mein Freund. Das war übel. Das war übel. Aber ich bin noch übler. Oh, ein Gatling Boy. Leute, was denkt ihr, endlich mit wem vorbei. Ihr euch hier anlegt? Aber ich muss schon sagen, das ist schon ordentlich anspruchsvoll. Ich dachte, die fangen hier wieder so ein bisschen basic-mäßig an. Aber um ehrlich zu sein,
immun? Nicht mit mir. Nicht mit mir, Bo. Nicht mit mir. Freunde, also bis jetzt kommen wir ganz gut durch. Aber wir sind natürlich auch Veteranen. Und so sehr mir das Level hier gefällt, muss ich ehrlich sagen, bin mehr gespannt auf die neuen Gebiete. Ich meine, das hier ist ein neues Gebiet, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Andere Dimensionen. Ich bin gespannt, wo die Reise diesmal hingeht. Vielleicht geht's gar nicht in eine andere Dimension. Vielleicht diesmal die Reise tatsächlich nur in Anführungszeichen auf der Erde. Wäre auch krass, solange sie es geil machen. So lange bin ich dabei und Fan von. Ich gucke die ganze Zeit nach drüben wegen der Framerate beim Aufnehmen. Ich hoffe, das ist steady 60, aber das manchmal sieht es irgendwie anders aus. Hier Mist? Wegen ein bisschen Saat, Alter? Sag mal ehrlich, da haben wir schon deutlich krasseres weggehauen. So ein Psychopathenbulle oder sowas wäre krass. Eine Saatkuh. Aber wir haben ja schon gesehen, das waren sowas. Entweder waren das Echsen oder Ratten. Ne, beim Hinterhalt. Und ich finde es krass, dass wir mit allen Waffen, die wir haben, dass wir immer noch die nutzen. Übrigens, der Repulsator, ne? Den hatten wir bekommen. Ach, das habt ihr, glaube ich, am Ende der Dings-Folge da gesehen gehabt. Stimmt, den Verwüster. Die Armbrust war auch fett, ne? Ein bisschen mit der Armbrust rumlaufen. Aber wir hatten ja diesen Verwüster, diese Armbrust. Da hinten ist ein Ausgang. Ja, lieber keine Leiter hochgehen.
Einfach mal, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich erinnere mich, dass eine der Armbrüste war richtig fett. Aber es war nicht die, ne? Das war diese andere Armbrust. War das nicht die mit dem... Aber die ist nicht aufgewertet. Geil. Schauen wir mal. Das sieht aus, ja, ist ein neues Gebiet, ist kein Bossgegner. Noch nicht. Wahrscheinlich direkt dahinter. Oh dear. Hauptstation. Krass. Sag mal, das ist aber nicht die Station, wo der Schläfer war, ne? Sicherheit! Auftrag Krankenstation Labor. Wie hieß denn die Station, wo der Schläfer war? Was ist ein großer Stein? Ist es? Zur Erklärung, ne? Für alle, die es nicht mehr wissen. Zu den großen Steinen können wir uns immerhin teleportieren. Bei den kleinen Steinen, wenn wir einen anderen aktivieren, können wir nicht wieder zu einem kleinen kommen. Ich wüsste gerne, ob wir hier safe sind. Das Ding ist, wir wissen ja, dass diese Steine die Saat anlocken. Deswegen hatten ja alle Schiss. Deswegen hatten ja alle Schiss, als wir den Stein aktiviert haben. Main Bay Power. Reaktor Bay, dafür müssen wir wahrscheinlich erst die Power anmachen. Okay, der Generalschlüssel bringt uns hier nicht weiter. What the? Ich habe gesehen, dass eine Tür offen. Oh!
hat irgendwas mit dem Licht zu tun. Wir müssen unbedingt lernen, wie man diese Viecher killt. Und bevor wir jetzt da an das Teil rangehen, schauen wir uns erst nochmal alles andere an. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt hier das offen ist. TCU? Okay, keine Ahnung. Also solange kein Strom an ist, können wir die Scheiße nicht nutzen. Das Lustige ist, dass jetzt hier alles offen ist, ne? Observatorium. Wir brauchen definitiv erstmal Strom. 3. Oktober 1960. Ich bin sicher, dass die Runen von der Erde stammen, aber wenn ja, repräsentieren sie eine Ursprache, die älter als jede bekannte menschliche Zivilisation ist. Es gibt Elemente ägyptischer Hieroglyphen neben Variationen elamischer und sogar sumerischer Logogramme. Dies ist ein sprachliches Wunder, ein Beweis dafür, dass diese Sprachen keine Isolate sind, sondern möglicherweise aus einer einzigen Quelle stammen, die alle Sprachen gemeinsam ist. Infolgedessen ist das Entschlüsseln der Runen nur eine Frage der Zeit, möglich, wenn auch nicht trivial. Es ist auch ein Beweis dafür, dass der Autor dieser Runen für ihre Zeit sehr alt und fortgeschritten ist. Wir konnten die Strukturen selbst nicht datieren, aber ich vermute, sie sind Zehntausende, vielleicht Hunderttausende von Jahren alt. Dies widerspricht allem, was wir zu wissen glaubten. Wir müssen mehr erfahren. Dr. Ulrich Harsgaard. Olle Harsgaard wieder. Okay. Dr. Ulrich Harsgaard, 30. September 1960. Heute ist ein verheißungsvoller Tag. Der Kristall und die entsprechenden Strukturen unter dem Atoll sind sicher und Commander Neuville hat uns Zugriff auf die Schriften gewährt. Die Runen sind anders als jede Schrift, die ich jemals gesehen habe. Commander Neuville glaubt, dass sie von einer außerirdischen Quelle stammen. Aber ich glaube, sie nehmen ihren Ursprung aus einer Zivilisation, die viel älter ist als jene, die uns bisher bekannt sind. Zuerst war es schwierig, sie zu entziffern. Aber ich glaube, ich habe ein Muster entdeckt und arbeite an einem Lexikon. Die anderen sehen es noch nicht. Manche behaupten sogar, dass ich einiges erfinde. Aber ich sehe eine klare Logik in den Runen. Eine Geschichte. Ich hoffe, in den kommenden Monaten mehr zu erfahren. Okay. Fakt ist dennoch, dass wir Strom brauchen. Und dass ich nicht weiß, wie ich den Dude platt machen soll.
Frage ist halt auch, ob wir den überhaupt platt machen wollen. So, ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal in diesen, ich weiß gar nicht, wie hieß das? Reaktor Bay? Main Bay Power. Irgendwo muss ja hier ein Power Switch sein. Der Klassiker. Okay, die Frage ist, wo bekomme ich so ein Teil her? Wir schauen uns erstmal in den anderen Gebieten um. Wir können ja noch weiter nach unten. Beziehungsweise... ja, an das Teil. Ich weiß nicht wirklich, ob ich da jemals wieder rangehen möchte. Bei der Dude hier, da müssen wir noch rausfinden, wie wir den killen können. So, eine Sache wollte ich auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, ich liebe das Jagdgewehr einfach. Labors von drin verschlossen. Okay, irgendwas muss hier anders sein. Ah, okay. Mal eine Cola trinken. Müssten wir jetzt im Labor sein, ne? Eine Treppe runter? Müsste das Labor sein, ja. Ne? 18. Februar 1962. Jedes Mal, wenn ich Knochenkralles Passagen lese, finde ich etwas Neues. Manchmal denke ich, dass sich die Runen tatsächlich ändern, obwohl ich fotografische Beweise bewiesen... Was? Obwohl fotografische Beweise bewiesen haben, dass dies so lächerlich ist, wie es sich anhört. Nur mein Verständnis entwickelt sich weiter. Der Autor der Runen fasziniert mich. Er spricht, als ob sein Volk unsterblich wäre. Zuerst interpretierte ich dies in einem spirituellen Sinne, wie der Himmel oder das hinduistische Konzept des Nirvana. Smells like Teen Spirit? Aber die Geschichten, die er erzählt, sind nicht die von Seelen, die sich weiterentwickelt haben. Er spricht von Lebewesen, die ein weltliches, aber utopisches Leben führen. Sie sind echt. Was ist, wenn diese Schriften wörtlich gemeint sind? Was wäre, wenn sein Volk, das einen Weg gefunden hat, Knochenkralles Worte über die Barrieren zwischen den Welten zu schicken, auch einen Weg gefunden hat, sich dem Tod selbst zu entziehen? Es klingt fantastisch, selbst wenn ich es schreibe, aber die Möglichkeit kann ich nicht übersehen werden. Wenn ja, dann kann seine Welt noch existieren. Knochenkralle kann noch existieren.
Er schreibt über Bereiche, in die sein Volk nicht eintreten kann, unter Quarantäne gestellt von mächtigen Wächtern und alten Codes. Ich glaube, unsere Welt ist ähnlich unter Quarantäne gestellt. Bad timing. Daher eher die Runen als ein persönlicher Besuch. Aber was wäre, wenn wir ihn erreichen könnten? Was wäre, wenn wir selbst mit Knochenkralle sprechen könnten? Dr. Ulrik Asgard. Na, was wäre wenn, Alter? Freunde, was wir noch alles rausfinden werden über Asgard, über Knochenkralle und was überhaupt hier passiert ist in der ersten Stadt. Geh bloß weg, Alter. In der ersten Station, das seht ihr alles in der nächsten Folge von Remnant from the Ashes, Subject 2923. Viel zu langer Titel. Hinterlass mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.